musst einfach wach sein. Und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen? Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn. Wie du solche Elfmeter pfeifst. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der Hand. Also schon allein, dass man da überhaupt drüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater. Also was war das für ein Spiel? Und vor allem so Lucky Punch am Ende. Gonzalo Castro. 3:2. 92. Minute. Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleib dabei. Diesmal im positiven Sinne, was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und ein Moinsen zum Review-Podcast zum Spiel gegen Leverkusen, das 1:1. Und auch schon die Preview zum Berlin-Spiel. Wir haben jetzt hier gerade Dienstag, ich zeige es gerade morgens auf. Also wie gesagt, Infos und bla bla sind so bis... sind aktuell bis zum 6.10. um so 10:30 morgens rum. Berlin ist jetzt erstmal 2 Wochen hin. Also wenn sie dann noch irgendwas, ich sag mal, dramatisch Neues oder sowas entwickelt bei dem Verein, bei uns oder wie auch immer, dann nehme ich vielleicht nochmal kurz ein paar Minuten Podcast auf und gebe die euch nochmal quasi aktueller hinterher vor dem Berlin-Spiel. Aber das Leverkusen-Spiel ist ja ziemlich nahe, also machen wir den Podcast dann doch schon mal heute. Was soll man anders sagen, außer geil, geil, geil. So wie ich es auch schon im Stadionvideo gesagt habe, das ist richtig geil. Ein Punkt gegen Leverkusen mitnehmen ist top. Wenn man unsere Ansprüche anguckt, wir wollen die Klasse halten, Leverkusen will in Europa League, noch besser in die Champions League. Du gehst halt wieder, nach 7 Minuten legst du mit 1:0 hinten. Es waren die absoluten Freiburg-Flashbacks, auch am Anfang so wirkt es so ein bisschen überfordert. Das war auch wieder die Straßburg-Testspiel-Flashbacks, die ich auch beim Freiburg-Spiel schon hatte, wo du auch am Anfang überfordert warst, dann irgendwann ins Spiel reinkamst, so war es bei uns ja auch. Dann gehen wir auf die taktische Aufstellung, bevor wir das Spiel angehen. Kobel, Mafropanos kam rein für Stenzel, Anton Kempf, Sosa, Silas, Mangala, Endo, Didavi, Castro, Kalajdzic. Ich meine, es war genau die gleiche Aufstellung gegen Joachim Mainz, nur dass halt Mafropanos Stenzel ersetzt hat. Müsste so gewesen sein. Und dann können wir ins Spiel gehen. Wie gesagt, nach 7 Minuten liegt es direkt schon hinten, halt völlig sinnlos Scheiß, ne? Dann verletzt sich der Schick und danach verletzt sich der Wendell, also zwei verletzungsbedingte Wechsel bei Leverkusen. Später kam bei uns auch 2 dazu. Generell weiß ich nicht, wie ich den Fitnessstand von Leverkusen dann bewerten soll. Die lagen schon echt extrem häufig auf dem Rasen rum oder mussten sich behandeln lassen. So. Also kritisches Thema, würde ich sagen. Haben so einige Pfiffe geerntet. Und nur am Ende des Tages ist es unentschieden. Wahrscheinlich statistisch fast nicht verdient, aber kämpferisch, das ist einfach ein erkämpfter Punkt, den man als Aufsteiger extrem gerne mitnimmt und den man sich auch irgendwo halt auch dann verdient hat, weil man, ne, das sage ich jetzt auch schon seit 3 Spielen mittlerweile, oder weiß nicht, ob ich es bei Rostock auch schon gesagt habe, aber die 3 ersten Bundesligaspiele, wir stecken nicht auf, wir machen immer weiter. Das ist das Besondere und das Geile gerade, dass die Mannschaft Bock hat zu kicken und Fußball spielt und versucht Fußball zu spielen, das auch oft gut gelingt. Nur halt, ne, defensiv ist aber auch das Typische beim VfB. Du kannst den Kader, haben wir ja jetzt ja mittlerweile schon gesehen, du kannst den Kader austauschen, wie du lustig bist. Das bringt dir gar nichts. Die VfB-Probleme bleiben die gleichen. Du fängst dir hinten viel zu schnell und viel zu einfach Gegentore und könntest vorne tendenziell immer noch ein bisschen besser in der Chancenverwertung sein, auch wenn es jetzt bei dem Spiel gegen Leverkusen eher das Problem von Leverkusen war. Und sonst, ne, muss Leverkusen eigentlich schon viel, viel früher den Deckel drauf machen mit 2:0, da Kobel wirklich schon, ja, ich würde mal sagen, so 3-4 Paraden waren normale, die man halten muss. Und so 1-2 waren richtig, richtig gut. Also können wir uns
denke mal, gleichzeitig bei Karajcic sowie auch bei Kobel bedanken für das Unentschieden. Also richtig, richtig nice. Aber dann musste Silas runter, verletzt, und Massimo kam rein für Sosa. Sosa hat mir nicht wirklich gefallen, muss ich leider sagen. Der war irgendwie extrem unauffällig und auch irgendwie nicht positiv auffällig. Also keine Ahnung, Sosa war nicht so das Wirkliche. Dann kam noch Klimovic für Castro. Mavropanos ging raus für Clement. Mavropanos ist ja auch verletzungsbedingt gewesen. Und dann kam diese Szene, wo du eigentlich normalerweise einen Bellarabi vom Platz stellen musst. Jetzt, je länger ich drüber nachgedacht habe und je länger ich die Szene geschaut habe, es war jetzt nichts Krasses, klar, aber der fasst ihm halt ins Gesicht und fertig ist. Wie gesagt, das hat jetzt mit Corona gar nichts zu tun, geht sowieso schon mal nicht, aber auch in der Phase gerade noch ein bisschen blöder, so von der Message her, ne? Weil klar, du kannst beim Spiel nicht auf Abstand gehen, aber solltest es halt auch nicht irgendwie provozieren, den Gegnern irgendwie, keine Ahnung, mit Absicht zu nahe zu werden. Und vor allem, da war ja nichts in der Szene. Das stinknormales, unnötiges Foul von Bellarabi an Massimo. Massimo macht nichts, glaube ich, außer den Ball zu nehmen oder so. Und dann auf einmal muckt ein Bellarabi auf, der dafür irgendwie auch, na, nicht unbedingt fürs Aufmucken, aber generell für so ein bisschen einen assigen Style bekannt ist. Ich meine, da gab es jetzt ein Zitat von Hoeneß irgendwann mal, als der Bellarabi, weiß ich, ist auch schon bestimmt ein paar Jährchen her, als der irgendwie einen Bayern-Spieler weggemäht hat. Ne, das war das, weil es kam in dieser Bayern-Pressekonferenz, aus einer legendären Bayern-Pressekonferenz mit der Medienschelte quasi, wo der auch nochmal drauf angesprochen wurde, auch ein Bellarabi mal als geisteskrank bezeichnet zu haben und sowas, weil der auch schon mal irgendwie ihn weggemäht hat wie ein Verrückter. Also, ne, das ist schon sowieso nicht der größte Sympath. Dass du dann einen Massimo gelb gibst, ist eine Riesenfrechheit, weil der macht gar nichts, ne? Wie alt ist der Typ? 19 oder 20, der Massimo? Da bin ich schon sehr zufrieden damit, dass der halt nicht reagiert hat, ne? Der hat eigentlich nur, wurde gefoult, wollte den Ball holen oder hat den Ball geholt, wollte einen Freischuss ausführen, so in die Richtung. Bellarabi muckt auf, fasst ihm ins Gesicht und Massimo ist ruhig geblieben, hat nichts gemacht. Was vielleicht auch dann halt, ich sag mal, der Fehler war, dass er da halt die rote Karte nicht bekommen hat. Vielleicht hätte er ein bisschen mehr Theatralik reinkommen müssen. Da kommen wir später noch zu einem Zitat vom Mislintat, was ich sehr, sehr geil fand zu der Szene. Auch die Leverkusen haben auch selber zugegeben, hier, glaube ich, Radetzky und so weiter, oder Bosch, der Trainer, dass jetzt nicht wirklich die klügste Entscheidung war von Bellarabi, relativ blöd. Wie gesagt, auch in Zeiten von Videobeweisen alles, also den musst du eigentlich wirklich runterstellen vom Platz, muss eigentlich rot geben. Aber, ne, das ist das Schöne am Fußball, deswegen war auch der Torjubel, glaube ich, doppelt und dreifach so gehypt, hat man auch im Vlog gesehen. Da ging es kurz richtig ab von der Stimmung, weil die sowieso schon aufgehitzt war. Und dann kriegt er prompt genau mit dem Freischuss, den er da gerade provoziert hat, genau nach der Situation, wo du eigentlich wieder das Gefühl hast, du wurdest hier wieder verarscht vom Schiri, weil er eigentlich runter muss, direkt danach fällt es 1-2-1. Die direkte Quittung ist direkte Karma für Bellarabi oder allgemein für die Szene. Sensationell. Ich weiß nicht, wer da wegrutscht, aber irgendein Verteidiger rutscht weg, deswegen hat Kalajdzic schön viel Platz. Ist halt riesig, auch so ein bisschen Rückenlage, trotzdem eine Wucht auf dem Kopfball und drin. Richtig geiles Feeling. Danach haben wir das Ding auch verwaltet bekommen. Leverkusen haben ein paar Mal gewechselt, ein bisschen offensiv gewechselt. Bellarabi direkt 3 Minuten später sicherheitshalber runtergenommen nochmal. Bei uns kam nochmal Karasor für die Davi, um dann nochmal das Ding nochmal zu verwalten hinten. Hat funktioniert. 1-1, nehmen wir sehr, sehr gerne mit, der Leverkusen schon vor dem 1-1 eigentlich echt gutes 0-2 machen kann, machen muss vielleicht auch, aber so, nehmen wir das definitiv mit und sind wir, denke ich, sehr, sehr zufrieden damit. Spieler des Spiels hier beim Kicker wurde tatsächlich Edmond Tapsoba, der Innenverteidiger von Leverkusen, wir haben uns gar nicht so krass aufgefallen, das Spiel bekommt eine 3,5, Schiedsrichter bekommt mal wieder eine 5. Das ist so geil, ne? Es ist wirklich so geil. Wie oft haben wir eigentlich Schiedsrichter in letzter Zeit gehabt oder wie oft in dieser Podcast-Phase, allein so ab der Zweitliga-Saison halt, ne? Wie oft war der Schiri schlechter als eine 4? Das ist echt der Wahnsinn hier. Ohne einheitliche Linie gönnte beiden Teams die lange Leine. Dies hat durch viele strafwürdige Fouls ungeahndet. Hätte zum Beispiel Bellarabi für dessen Nasensphäre gegen Massimo Rot zeigen müssen. Zack, 5 vom Kicker. Auf Wiedersehen. Herr Hartmann. Aber gut, ne? Wir haben ja das Ding trotzdem noch auf ein 1-1 gewuppt, also ist jetzt auch nochmal okay, würde ich sagen. 9.500 war im Stadion, 12.500 hätten reingedurft. Die hatten es tatsächlich so gemacht, wie ich es auch schon überlegt hatte, oder wie ich es mir schon gedacht hatte, dass du am Dienstag, also von der Heimspielwoche am Dienstag, den Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer hattest, ab Donnerstag für Mitglieder und ab Freitag früh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, haben es auch gemacht tatsächlich, ab Freitag früh dann einen Verkauf
einen freien Verkauf gemacht haben. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber haben sie gemacht. Genau. Das heißt, wir stehen jetzt tabellarisch auch vor Leverkusen. 4 Punkte aus 3 Spielen. Ich glaube, da kann man absolut zufrieden mit sein. Würde ich mal behaupten. Ich glaube, da kann man absolut mit zufrieden sein. Die hätte ich mir auch so, na gut, nicht gefordert, aber erwünscht. Aber mehr im Sinne von, du gewinnst gegen Freiburg das erste Spiel oder von mir aus in Mainz und holst dann halt im anderen Spiel, also jetzt zum Beispiel du gewinnst in Mainz und holst einen Punkt gegen Freiburg, verlierst gegen Leverkusen. Ich hätte es mir in der Konstellation nicht vorgestellt, dass wir gegen Leverkusen einen Punkt holen, wenn man die ersten 3 Spiele anguckt, aber haben wir gemacht. 8. Platz, 7:5 Torverhältnis. Das ist schon echt ein ordentlicher Start. Wenn man jetzt auch gerade mal da ganz nach unten guckt, ne, wir gehen immer in Richtung Abstiegskampf, müssen wir einfach gucken. Da haben wir unten 16, 17, 18, Köln, Mainz, Schalke, die alle mit 0 Punkten reingestartet sind. Köln minus 4, Mainz minus 9 und Schalke minus 14 Tore. Das ist schon mal, klar, es sind so gesehen nur 4 Punkte, aber es ist schon mal schön zu wissen, dass da unten schon mal 3 Clubs sind, die erstmal aus 3 Spielen mit 0 Punkten reinstarten. Ich kann jetzt gleich mal spontan noch gucken, gegen wen die so spielen nächsten Spieltag. Da unten Mainz-Leverkusen, Schalke gegen Union, okay. Und Köln gegen Frankfurt, also das könnte tatsächlich so weitergehen. Union ist ja auch nicht so schlecht drauf, dass sie unten da alle nach 4 Spielen weiterhin 0 Punkte haben. Das wäre natürlich schon sehr, sehr lecker, muss man sagen. Das wäre natürlich schon sehr, sehr lecker. Aber wird sich sehen, sich erstmal in der Spielpause, mal gucken, was sich da alles so tut. So, wir gehen wieder auf ein paar Tweets ein zum Spiel, die während dem Spiel reinkamen. Hier, bitte Standards trainieren. Also wie gesagt, wieder alles unten verlinkt in YouTube, in der Videobeschreibung, alle News verlinkt. Das sprengt immer gefühlt die komplette Videobeschreibung. Ich werde es irgendwann hinkriegen, dass ich mit allen Links oder dass ich ein paar Links rauslassen muss wahrscheinlich, weil diese 5000 Zeichen irgendwann voll sind. Aber bis jetzt immer gereicht. Mal gucken, wie es diesmal aussieht. Bitte Standards trainieren auf beiden Seiten. Meine Fresse, das stimmt. Du hattest eigentlich jedes Mal Panik gefühlt oder zumindest in der Anfangsphase immer Panik bei den Standards von Leverkusen, weil die gefährlich wurden. Und unsere waren, ja, wieder mal hauptsächlich oder vor allem nicht wirklich gut. Aber zum Beispiel hatten wir ja auch einen Standard, der dann zum Lattenkopfball kam von Mavropanos in der ersten Halbzeit. Also auch nicht alles komplett scheiße. Ich gehe nochmal hier in die Spieldaten rein, merke ich gerade spontan, machen wir das auch noch. 12 Torschüsse zu 15, also Leverkusen hat 15, wir 12. 7 Ecken zu 12. Und jetzt hätte ich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr gesehen als nur das. Direktvergleich. Das ist auch nicht das, was ich meinte. Torschüsse. Okay. Jetzt eher gedacht, dass man noch ein bisschen mehr sieht. Laufleistung ähnlich. Zweikampfquote wie ein bisschen besser. 17 Mal wurden wir gefoult, Leverkusen nur 8 Mal. Also ja, ne? Leverkusen hatte schon mehr Chancen. Ich hatte mir jetzt hier in dieser Stadt, in Spieldaten hier, so ein bisschen mehr erhofft, dass da noch ein bisschen mehr drin steht mit richtigen Torschüssen und sowas. Hier Chancenverhältnis, da haben wir es doch. Hier 4:8 für Leverkusen. Das ist so das, was ich noch dazu nehmen wollte, weil wie gesagt, die hatten schon 3-4 dickere Möglichkeiten, um hier doch noch das 2:0 schon früher zu machen. Hier dann, ich hock vor dem TV und zittere mit, wie schon lange nicht mehr, eigentlich auch ein schönes Gefühl. Das stimmt. Und auch der Zusammenhalt, oder nicht zusammen, die Identifikation mit dem Verein, mit den Spielern auf dem Platz, die ist gerade wieder so hoch wie lange nicht mehr bei mir. Weil es einfach ein junger, geiler Haufen ist, der Spaß macht zuzugucken. Hier, wie krass gut hat sich eigentlich Koulibaly entwickelt, fragt einer. Das finde ich auch krank. Also wirklich krank. Der hat in der zweiten Liga, glaube ich, wahrscheinlich insgesamt weniger Spielminuten gehabt, als jetzt im Leverkusen-Spiel, nachdem der reinkam, für Silas, glaube ich. Oder zumindest in der Phase, wo Silas rausging. Und der hat das richtig gut gemacht, weil der scheißt sich wirklich nichts. Ne? Der hat Antritt, der hat auch wirklich, allzu groß ist der nicht, aber der hat trotzdem auch eine Körperlichkeit, richtig stark. Und macht das da unbekümmert, scheißt sich nichts hier in jeden Zweikampf rein. Hat seine Dribblings, hat ja auch das Wichtige, die geile Einzelaktion gehabt, bevor dann der Ball rübergeht zu dem Foul von Bellarabi an Massimo,
was dann zum Freistoß, zum Tor geführt hat. Selbst Ausfälle von Gonzalez und Silas können wir wegstecken, einfach nur stark, macht wieder Spaß. Unterschreibe ich so, fick ja, Punkt gewonnen, unterschreibe ich auch so. Dann hier ganz schön der VfB, der, ne, den Endstands-Tweet, den Abpfiff-Tweet quasi, Punktgewinn gegen Leverkusen, nehmen wir mit. Und auf dem Bild hat von links Massimo, dann Koulibaly, dann Kalajdzic, dann Massimo. Hab ich gerade verlesen? Keine Ahnung. Klimovic, Koulibaly, Kalajdzic, Massimo, Anton, so, falls ich mich gerade vertan habe, hat jemand dazu geschrieben, 20, 19, 23, 19, 24 Jahre alt. Also wirklich, ne, die jungen Wilden einfach, ne, man will es wieder nicht irgendwie zu früh sagen oder zu sehr in Euphorie oder sowas gehen, aber das macht gerade schon wirklich Spaß. Ohne Kobel holst du heute nichts, seine 5 Paraden waren mindestens genauso wichtig wie Sasas Bude. Dann Zitat von Peter Bosch, der VfB ist eine Mannschaft, nee, doch, der VfB ist eine Mannschaft, die von der Qualität her ohne Probleme in der Bundesliga bleiben muss. Solche Aussagen hatten wir auch schon oft genug von anderen Trainern in anderen Situationen, wo wir auch schon mal abgestiegen sind. Also auch nicht auf die Goldwaage legen, aber klingt einfach gut, sowas zu hören. So, Silas musste aufgrund Kniebeschwerden runter, die Bänder sollen aber okay sein. Da scheint es so zu sein, dass er irgendwie halt, ne, dass da in der Spielpause ganz gut kommt, weil irgendwie so eine Woche oder sowas mal Pause braucht. Der spielt ja auch eigentlich die ganze Zeit nur durchgespielt und mal vor Panas lädt unter Krämpfen. Also auch da nichts Schlimmes. Also die sollten beide wieder fürs Berlin-Spiel eigentlich auch wieder zur Verfügung stehen. Das war also die einzige kleine Angstquelle quasi nach dem oder während dem Leverkusen-Spiel, dass wir da nochmal zwei wichtige Leute verlieren. Weil Mavropanos hat es auch richtig gut gemacht, dahin hat mir sehr gut gefallen. Den würde ich sehr, sehr gerne öfter in der Startelf sehen. Klar, bisher nicht wegen Verletzung, aber den kannst du auf jeden Fall sehr, sehr gerne reinbringen. Wir hatten hinten so ein paar Stolperer drin, so ein paar dumme Ballverluste, schlechte Spieleröffnungen meistens von Kempf oder Anton. Da kannst du mir aus gerne einen von den beiden, vielleicht sogar noch eher Kempf, ne? Vielleicht hat es doch irgendwie einen Grund gehabt, dass er auch in der letzten Zweitligasaison als Kapitän oft auf der Bank saß, in den letzten Spielen sogar, nicht in der Startelf stand. Also ich weiß nicht gerade, ich sehe gerade Kempf da hinten, also in dem Spiel auf jeden Fall, so als größte Problemquelle hinten drin. Je nachdem, wie er es da hinten aufstellen mag, dann, ne, auch mit Kaminskis und Karasors und was immer da alles noch hinten spielen dürfte. Auch in Endo ist er wieder hinten reingerückt. Später, glaube ich, war das. Also ja, da ist mir, ne, setz den Mavropanos ein und irgendwie nimmst du raus und da von mir aus gerade am aktuellsten, am liebsten ein Kempf. Stimmung. Gut, dass ihr den Tweet hier habt, sonst hätte ich es fast vergessen. Stimmung war auch echt nicht verkehrt. Also viele sagen wieder hier, ohne die normale Kurvenbesetzung, und damit meine ich nicht nur die Ultras, es ist im Neckarstadion ziemlich trostlos. Also ich weiß nicht, hier und auch können nur zwei Lieder auswendig und pfeifen, wenn ein verletzter Spieler auf dem Platz liegt, besonders intelligent ist das Stück oder Publikum nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das sind Leute, die halt das Spiel nicht im Stadion gesehen haben. Hat irgendwo seine Berechtigung, die Aussagen, aber kann ich nicht hundertprozentig so nehmen, weil Stimmung war schon recht gut und auch besser als noch gegen Freiburg. Natürlich auch lauter, und das ist mir auch irgendwann aufgefallen, ist ja logisch, dass das lauter ist. Also erstmal, es waren nur in Anführungszeichen nur 9.500, also auch nur 2.000 mehr oder 2.500 mehr als letztes Mal. Nur im Kontext, dass man halt bis 12.500 oder bis knapp 12.000 hätte füllen können. Aber letztes Mal hat es dann natürlich auch jeder eine Maske auf, ne? Das ist natürlich auch logisch, wenn du eine Maske reinbrüllst, das ist nicht so laut wie ohne Maske. Die Stimmung fand ich echt gut, auch am Ende wieder positiv. Klar, es wird ein bisschen mehr gepfiffen als sonst vielleicht, aber diesmal wirklich auch nur in Richtung von Leverkusen aus Spielern, dass da eine kontrollierte, eine sortierte Kanja-Kurve fehlt. Einfach eine Quelle für Fangesänge und Sachen fehlt, das ist auch logisch, aber gab es auch des Öfteren. Ich habe auch mehr als nur zwei Lieder, auch mehr als nur zwei Fangesänge gehört im Stadion. Also schwieriges Thema. Ich glaube, alle, die vorm TV hocken und einfach gerade auch nicht zufrieden sind damit, dass wieder Leute ins Stadion dürfen, beziehungsweise das noch nicht so ganz geil finden, werden das alles erstmal negativ sehen. Aber ich fand das im Stadion wieder, gegen Freiburg war es schon echt ganz nice und jetzt fand ich es auch richtig gut gegen Leverkusen wieder. Also ich bin ja nicht so negativ dem gegenüber.
Auch das Publikum, was da im Stadion sitzt, finde ich jetzt auch alles nicht so schlimm. Und die Pfeife und dummen Kommentare hast du genauso, wenn 60.000 drin hocken. Also das hat damit nichts zu tun. Stimmung natürlich, ne, du hast einfach keine organisierte Stimmung. Kann man zwar jedem Heimspiel sagen, die fehlt halt, aber es wird besser. Es wird besser, war schon gegen Leverkusen jetzt besser als gegen Freiburg. Ich freue mich schon, wenn Gonzalez, Tommy und Eckloff auch noch zurückkommen. Stimme ich 100% zu, das könnte ziemlich geil werden. Wollen wir auch gucken, wie dann Gonzalez wieder auf die Füße, auf die Beine kommt, ne? Länger verletzt gewesen jetzt dann. Ich will ja nicht zu sehr schwärmen, habe ja schließlich einen Ruf zu verteidigen, aber es tut schon extrem gut, nach Jahren bocklosen Ballgeschiebens wieder eine Mannschaft auf dem Platz zu haben, die mit Herz und Leidenschaft spielt. Da blende ich heute auch gerne mal aus, dass wir uns in dieser Saison wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal über mangelnde Cleverness und so weiter werden unterhalten müssen. Auch volle Zustimmung. Dann hier noch der Bellarabi fasst Massimo ins Gesicht. Tätlichkeit. Den Tweet kann ich rausnehmen, habe ich schon abgearbeitet, das Thema. Und dann hier der Kicker-Artikel vom Sven Mislintat mit einem geilen Zitat. Eigentlich müsste ich sagen, wirf dich beim nächsten Mal hin. Weil es stimmt, mit der passenden Theatralik wäre der Mislintat mit Rot vom Platz geflogen. So böse es ist, aber er wäre vom Platz geflogen mit der passenden Theatralik. Da kannst du von ausgehen. Also, da kannst du leider wirklich von ausgehen. Es ist trauriger, aber es ist wirklich so. Hier auch nochmal, es hätte niemals die gleiche Bestrafung für beide geben dürfen. Robby hat viel, viel weniger getan als Bellarabi. Nichts Unsportliches, ein Wortgefecht. Das andere war deutlich schwerwiegender. Ich hätte uns gerne 10 Minuten Überzahl gesehen. Ich finde überragend, dass Robby nicht geschauspielert hat. Dass, keine Ahnung, ein Nasenquetscher nichts auf dem Platz zu suchen hat. Na, klar, und auch die Aussage, ne? Eigentlich müsste ich sagen, wirf die beim nächsten Mal hin, die stimmt halt leider 100%. Auch hier nochmal von Colinas Erben. Die Definition von einer Tätigkeit. Eine Tätigkeit liegt vor, wenn ein Spieler ohne Kampf und den Ball übermäßig hart oder brutal gegen einen Gegner, Mitspieler, Teamoffiziellen, Spieloffiziellen, Zuschauer oder eine sonstige Person vorgeht oder vorzugehen versucht. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Kontakt erfolgt ist. Ein Spieler, der ohne Kampf und den Ball einem Gegner oder einer anderen Person absichtlich mit der Hand oder dem Arm an den Kopf oder ins Gesicht schlägt, begeht eine Tätigkeit, es sei denn, die eingesetzte Kraft war vernachlässigbar. Nur nochmal das zur Vollständigkeit und dann nochmal was Positives. Für den Herrn Massimo, also erstmal, dass er da nicht theatralisch wurde und da quasi gefühlt den erfahreneren und ruhigeren und besseren Part gespielt hat im Vergleich zu einem Bellarabi. Er wurde nachnominiert für die Länderspiele von der deutschen U21-Nationalmannschaft. Sehr, sehr geile Nummer. Dazu in der Sportschau 11 des Tages steht Kobel drin. In der Kicker 11 des Tages hat es wieder Endo reingeschafft. Und dann kam gestern aus dem absoluten gar nichts noch Deadline Day. Wann kam denn die Meldung? Steht ja nicht mehr auf der Seite, aber war auch irgendwann kurz vor 18 Uhr. So quasi wirklich gefühlt, also wie gesagt, ne, die Vermeldung kam gefühlt kurz vor knapp. Aber es ist natürlich schon früher abgewickelt. Der VfB verpflichtet, und jetzt wird schwierig, Nauiru. Ist ja auch wieder ein französischer Name. Nauiru Ahamada. Also ich weiß, so langsam haben wir echt ein paar schwierig auszusprechende Leute bei uns im Kader. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis von Juventus Turin zum VfB Stuttgart. Nauiru Ahamada wechselt auf Leihbasis von Juventus Turin zum VfB Stuttgart. Der Vertrag des 18-Jährigen gilt zunächst bis zum 30.06.2021. Anschließend besitzt der VfB eine Kaufoption. Da ist, glaube ich, auch bisher noch nicht rausgekommen, wie teuer die ist, aber es ist ja wieder so ein Jugendspieler. Also ich kann mir vorstellen, dass das wieder irgendwo in dem Bereich von, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Cissé sogar ablösefrei war, aber halt in die Richtung von Cissés und Koulibalys und sowas geht. Also ich denke nicht, dass die allzu krass hoch wäre. Der aktuelle französische U19-Nationalspieler wechselte 2016 von Istres FC zu Juventus Turin, französischer Verein, und durchlief beim italienischen Rekordmeister seine weiteren fußballische Auswirkungen, bla bla bla. 24 Einsätze für die U23 von Juventus, bekommt die 32 und Mislintat sagt, ich will den Namen nochmal vorlesen, ist im Jahrgang 2002 eines der Top-Talente in Frankreich. Er bringt nach unserer Überzeugung die fußballerische Qualität und auch die entsprechende Mentalität mit, um als fester Bestandteil unseres Profikaders schnell die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu machen. Wir freuen uns sehr, dass sich für uns entschieden hat und begrüßen ihn herzlich beim VfB.
Müssen da irgendwie scheinbar echt ein absolutes Fable für französische Top-Talente. So, mal gespannt, was der Keller uns so bringen kann. Ne, der sagt dann natürlich halt noch nicht wirklich viel. Aber wenn man jetzt mal guckt bei transfermarkt.de, dann sieht man, dass der Hauptposition zentrales Mittelfeld, den Position defensives Mittelfeld hat. Also vielleicht ist es ja schon ein Wink in die Richtung, okay, es kann gut sein, dass wir nächsten Sommer Mangala oder Endo oder wen auch immer abzugeben haben oder abgeben werden müssen oder wie auch immer. Und dann können wir den nächsten Sommer fest verpflichten oder er soll sich halt einfach generell ein bisschen rantasten. Vielleicht auch ne, zur Ablösung von einem, klar, der zockt eigentlich gerade eher auf zentral-offensiven Mittelfeld, aber auch zur Ablösung von einem Castro oder sowas. Oder von einem Didavi oder so. Ne? Kaufoption haben wir, wie gesagt, auch schon mal ganz cool, das zu hören. Nicht nur eine Leihe, sondern auch eine Kaufoption. Wie hoch die ist, weiß man halt nicht. Genau, schauen wir mal weiter, wie das da weitergeht. Man kennt den guten alten Tsubasa 1893 vom Forum, ich glaube auch von Transfermarkt.de das Forum, der natürlich auch hier schon gefühlt jeden Transfer vorhergesagt hat und auch den tatsächlich am 5.10. um 13.18 Uhr hat er was dazu geschrieben, der hat auch schon den CC vorhergesagt und noch einen anderen Typen, den wir jetzt nicht geholt haben. Aber zu dem Typen schreibt er, außerdem bekam ich aus Fangation, dass der VfB an zwei Spielern von Juventus interessiert ist, vor allem das Interesse an Nauiru Hamada soll sehr intensiv sein, wäre in meinen Augen ein hervorragender Transfer, vor allem mit Blick auf eine perspektivische Nachfolge von Mangala. Hamada ist Mangala im Spielstil sehr ähnlich, körperlich schon ziemlich robust und dabei ebenfalls sehr ball- und passsicher. Defensiv schätze ich ihn sogar jetzt schon stärker als Mangala ein, könnte perspektivisch ein wirklich hervorragender Transfer sein. Das hört man doch gerne auch, wie gesagt, das ist natürlich ne, ist ein Transfermarkt Forum-Experte, aber der scheint schon Ahnung zu haben, beziehungsweise auf jeden Fall davon Ahnung zu haben, was bei uns so transfertechnisch abgeht. Von dem her nehmen wir das Ding mit und klingt sehr, sehr nice. Damit gehen wir noch die Liste nochmal durch von unseren Neuzugängen, die auf Transfermarkt.de stehen. Klar, stehen jetzt auch so Leute wie Maffeo und Narte und sowas drin, aber die sind ja auch alle direkt wieder weg, die nenne ich jetzt mal nicht. Aidonis und Eckloff kommen aus der U19 und aus vom VfB 2, so jetzt haben wir es. Der Ahamada jetzt ausgeliehen mit Kaufoptionen. CC kam tatsächlich ablösefrei, steht hier. Mafropanos, Leihgebühr für 250.000. Stenzel für 1,3 Millionen, Endo für 1,7 Millionen und Kobel und Anton jeweils für 4 Millionen Euro. Und gehen wir zu den Abgängen. Gomez ist so gesehen abgegangen wegen Karriereende. Bartschuber in die zweite Mannschaft verdonnert. Kopacz zu den Würzburger Kickers. Bin mir gerade immer noch nicht sicher, ob das eine Leihe oder ein Verkauf war. Narte, das ist auf jeden Fall eine Leihe zu Sandhausen, der sich da scheinbar auch echt nicht schlecht macht. Das wäre auch wieder einer für das zentrale Mittelfeld. Also haben wir da irgendwann wirklich gefühlt schon fast zu viel im zentralen Mittelfeld. Aber schauen wir mal, wie das sich so entwickelt. Und dann, ne, darf man auch immer nicht vergessen, die waren ja diesen Sommer mit ihrer Leihe und Kaufpflicht und Kaufoption, bla bla bla. Akole für 3,5 verkauft und Anastasios Donis für 4 Millionen verkauft zu Stadren. Dann bitte alle voten, der Link steht unten in der Videobeschreibung irgendwo, rookieaward.com, Rookie of the Month, Rookie des Monats, entweder unser Silas Wamakituka oder der Amos Pieper von Bielefeld oder Jude Bellingham, also ich glaube die Chance ist relativ gering, dass wir das gewinnen, einfach wegen der Kraft von den BVB-Fans möglicherweise oder halt einfach dem Namen Jude Bellingham, ne? Aber Silas, direkt mal voten für den Typen, schauen wir mal, ob der hier Rookie des Monats wird, ist ja auch irgendwie diese Aktion von wegen junger Spieler ohne Bundesliga oder in der ersten Bundesliga-Saison Nachwuchsspieler des Monats und so weiter. Natürlich geil, ne? Hier in 3 Tore verwickelt gewesen, 33 Sprints in 90 Minuten, pro 90 Minuten, Topspeed 35 km/h, womit er bei den Toren in der Top 10 und bei, dem, bei der Geschwindigkeit in den Top 10 liegt in dieser Saison in den ersten beiden Spieltagen. Hier geht es auch nur um die ersten beiden Spieltage. In diesem Rookie-Voting für Oktober dann. Und dann, nee, für September natürlich, für September. Genau, schauen wir mal, ob der Typ da Dingen gewinnen kann. Wäre ganz nice. Also ich glaube, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es irgendwie großartig irgendwelche Auszeichnungen gibt oder Trophäen gibt für sowas. Aber wäre schon ganz geil. Ich glaube auch, Gonzalez hat es bei uns mal gewonnen, dieses Rookie-Ding im Monat. Ich meine sogar, dass der Kabak auch im Voting dabei war für Rookie des Jahres irgendwie bei uns in der Abstiegssaison dann. Also schauen wir mal.
Und dann hier auch noch irgendwo ein Zitat rausgezogen, ich weiß gar nicht mehr, wovon genau, ist halt auch wieder ein Twitter-User gewesen. Der Bundesligaspieler mit den meisten Dribblings ist nicht etwa Jadon Sancho oder Moussa Diaby, sondern Stuttgarts Achter Orel Mangala. Finde ich auch interessant. Finde ich auch sehr, sehr interessant. So, dann haben wir noch hier noch zwei Sachen, die ich noch vorziehen muss hier geschwind. Bevor wir hier mit dem anderen Zeug weitermachen. So, jetzt passt die Reihenfolge wieder. Wir können jetzt nämlich mal gucken, wer alles so weg ist, ne? Wie wir alles so auf internationale Reise schicken in dieser Woche. Kalajdzic nominiert für australische Mann. Austrian auf Englisch. Natürlich österreichische Nationalmannschaft. Endo, japanische. Für Kalajdzic ist es für Kalajdzic sogar das erste Mal. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall. Doch, ich glaube, es ist das erste Mal, dass er dafür nominiert ist. Also auch sehr, sehr geile Nummer. Endo, ne, Stammgast der Nationalmannschaft von Japan. Mangala in der U21 von Belgien auch. Genauso wie Sosa für Kroatien. Kolinov für, boah, ich glaube, Mazedonien U21. Aidonis für die U20 Deutschlands auch eigentlich Stammgast dort. Und Massimo ist das erste Mal für die U21 Deutschlands nachnominiert. Auch sehr geil. Und hier Silas, unser hoffentlich Rookie des Monats. Wurde heute am 6. Oktober 21 Jahre alt. So, kommen wir dann zu Berlin. Ich bin ein relativ langer Podcast, ne, aber ist auch viel zu tun, auch Transfers jetzt wieder mit drin gewesen. Interessantes Spiel, interessante Zitate. Machen wir Berlin hier noch geschwind. Wie gesagt, sollte noch irgendwas Neues hinzukommen, was ich jetzt hier nicht mit drin habe, weil es sind ja jetzt noch 2 Wochen, bis das Spiel stattfindet am 17. Oktober dann in Berlin, Samstag 15:30 Uhr. Wo es dann, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass es dann den ersten Reaktions-Livestream in dieser Saison gibt, wieder, wie ihr es aus der zweiten Saison kennt, letzte Saison, dann auf YouTube. Und es sollte scheinbar funktionieren, also auch parallel auf Twitch. So, Hertha, 4-3 verloren gegen die Bayern. Ein verrücktes Spiel, was für die Herthaner wahrscheinlich am Ende auch sehr, sehr schade war, dass sie dann den Punkt nicht mitgenommen haben. Nochmal ein dummer Elfmeter hergegeben in der 90. plus 3 und dann macht Lewandowski noch 4:3. Wilde Schlussphase, wildes Spiel. Sehen wir mal, das ist schon nicht verkehrt, was sie da gemacht haben, scheinbar. Also so schlecht scheinen die Herthaner nicht zu sein. Tabellarisch stehen die gerade auf 13, also tatsächlich schlechter als wir, sind nur mit einem Sieg gestartet oder mit 3 Punkten gestartet. Der müsste dann, glaube ich, gegen Bremen gewesen sein, der Sieg, und danach warum sind wir danach verloren, um Gottes Willen? Ach, gegen Frankfurt, stimmt. Gegen Frankfurt haben sie verloren danach, stimmt. Also Hertha ist wirklich... Das ist sau schwierig einzuschätzen, finde ich, was Berlin macht. Weil die haben an sich, ne, klar, die Kohle kam rein, aber jetzt auch echt transfermäßig, schauen wir gleich nochmal drauf. Die haben schon gute Leute geholt, auch für gut Geld geholt. Haben gegen Bayern hier richtig gut mitgehalten, aber haben halt auch erst einen Sieg aus 3 Spielen geholt, aus den Spielen, also Bremen gewonnen, dann gegen Frankfurt zu Hause verloren, da waren sie halt scheinbar echt nicht gut. Und jetzt in München ganz knapp 4-3 verloren, eigentlich hätten sie in 3-3 da also verdient gehabt oder sich hätten sie gerne mitgenommen, das 3-3 bestimmt, sich das gerne erkämpft. Aber wirklich transfermäßig sieht es halt echt nicht verkehrt aus. Und dann Schwolo geholt, dann ist, ich glaube, es ist noch ein Deadline-Day-Transfer von gestern, ein Alderete, weiß nicht, wie man ausspricht, von Basel geholt für die Innenverteidigung. Zefuik geholt für die Außenverteidigung. Toussaint, stimmt, der war ja auch schon hier letztes Jahr quasi, kauft so irgendwie und dann nochmal ausging, jetzt kam im Sommer wirklich. Askasiba ist wieder zurück von seiner Verletzung. Guendouzi geholt, von Arsenal ausgeliehen, das finde ich richtig stark. Der hat einen 32 Millionen Marktwert, der gefällt mir auch eigentlich echt von seiner Spielweise, der Guendouzi. Mal gucken, dass man solche Namen mittlerweile kriegt, ne? Man hat, keine Ahnung, Berlin leiht irgendwie ein richtig gutes Mittelfeldtalent von Arsenal aus. Das klingt einfach, das klingt einfach neu. So, Löwen haben jetzt, glaube ich, auch die Leihe dann abgebrochen oder irgendwie sowas. Um den zurückzuhaben von Augsburg. Dann vorne Cordoba geholt, einen Redan geholt, der mir nichts sagt. Und ein Gang kam noch von der unteren Herthaner Mannschaft. Also ich weiß nicht, ob es Berlin 2 war, ob die sowas haben, keine Ahnung. Aber da fällt mir jetzt nur auf, weil der natürlich eine Kiste gemacht gegen die Bayern, das 3:3.
Gerüchte immer noch um Götze, ob sie den noch auch holen. Ablösefrei natürlich, ist ja vereinslos aktuell noch. Na, also das ist halt echt der Kader auch hier vorne mit einem Kunja, mit einem Piatek, einem Luke Bakio. Vor allem vorne ist es heftig. Selbst ein Di Rosso hat 14,5 Millionen Mark wert. Schü. Ich hätte es nicht gedacht. Hinten ist vielleicht noch so ein bisschen Problemstelle. Ich weiß nicht, wie weit dieser Alderet da hilft. Rekik haben es jetzt noch verkauft. Gestern war es, glaube ich, noch am Deadline-Day zu Sevilla. Defensiv ist vielleicht auch so das größte Problem, sonst sind die wirklich richtig stark aufgestellt. Das Mittelfeld hast du Marktwerte, also auch fußballerisch, aber auch die Marktwerte, ne? 20 Millionen Toussaint, 8 Millionen Askasibar, 32 Millionen Guendouzi. Und vorne hast du wirklich Córdoba 1, Piatek 2, Cunha 3, Luke Bakio 4, De Rosso 5, Lecky ist gerade verletzt. Auch vom Marktwert weiß ich nicht, ob der bei denen jetzt öfter starten wird, aber ja, vielleicht ein Einwechselspieler. Du hast 5 Top-Leute vorne. 5 Top-Leute. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht genau, habe auch vom Gefühl an De Rosso lange nicht mehr spielen gesehen, aber an und für sich hast du auch vom Marktwert und vom Alter her 5 Top-Leute vorne. Also das ist wirklich, das ist nicht verkehrt, was Hertha da an Kader hat. Mal gucken. Ich könnte dich auch wirklich gut in Richtung, keine Ahnung, Europa League oder sowas sehen. Ich habe dir in meiner Prognose, glaube ich, auf Nicht-Europa getippt, weil die einfach im Pokal ja so lachhaft rausgeflogen sind. Wirklich das größte Problem scheint mir die Defensive zu sein. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Auch wenn die da eigentlich auch Top-Leute haben. Torunariga, klar, ist noch verletzt. Ich weiß nicht, wie lange noch. Stark, Boyata haben auch alle riesen Marktwerte. Also Berlin, also hier auch 10 Millionen, 10 Millionen, 13 Millionen. Mittelstädt, 10 Millionen Marktwert. Also die haben wirklich ein Top-Team, muss man mittlerweile sagen. Klar, da hilft natürlich sehr, 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 sehr viel der Herr Windhorst. Aber für Berlin würde es mir nicht wundern, wenn die doch in Richtung Europa gehen. Die müssen sich nur halt wirklich langsam mal entscheiden. Spielen sie gut, spielen sie schlecht. Bin mal gespannt drauf. Auf jeden Fall kein einfaches Auswärtsspiel, das auf jeden Fall nicht. Sind wir uns schon mal sicher. Haben in Berlin, hier fußballdaten.de, beste Leben. Haben wir das letzte Mal gewonnen. Also 3-1 verloren. Ich will nur auswärts haben, bitte. 3-1 verloren, 2-0 verloren, 2-1 verloren, 3-2 verloren, 1-0 gewonnen. 2013 im September. Davor 1-0 verloren, 1-0 gewonnen am 2010, also das ist auch schon ein Ticken länger her und auch, ich sag mal, kein einfaches Pflaster für uns oder kein einfacher Ort zu spielen für uns, da, keine Ahnung, holen wir selten unsere Siege ab oder selten überhaupt generell irgendwelche Punkte ab. Aber ne, wir sind auch nicht verkehrt drauf und bisher hat sich jede Statistik, umgekehrt. Freiburg, normalerweise verlierst du da zu Hause zumindest mal nicht, hast du getan oder gewinnst meistens fast sogar. In Mainz verlierst du eigentlich immer, gewinnst auf einmal. Gegen Leverkusen verlierst du auch immer, holst auf einmal einen Punkt. Also kann gerne so weitergehen, Berlin ist aber auf jeden Fall schwierig und einfach auch schwierig zu bewerten, weil der Kader ist eigentlich top, auch ein Labbadia finde ich wirklich nicht schlecht. Das war auch bei uns, ich glaube, der letzte Trainer, der richtig lange bei uns geblieben ist. Weiß nicht wie lange, aber wahrscheinlich wirklich der letzte Trainer, der über 2-3 Jahre bei uns war. Der ist an sich auch echt gut, der kann ja auch in der Euroleague führen, wie jetzt Wolfsburg und sowas. Der kann beides, der kann nicht vom Abstieg retten. Im Abstiegskampf und kann ich bis in die Europa League führen, aber ich glaube, höher geht es mit denen nicht. Also wenn sie wirklich härter in die Richtung Champions League oder sonst wohin wollen, was ja eigentlich mit der Kohle reinballern in den nächsten, weiß nicht, was sie für einen Plan haben, aber in den nächsten 3-4 Jahren, wenn sie weiterhin so konstant Kohle reinpumpen und Leute auch bekommen von diesen Kalibern, ist das vielleicht die Richtung, in die sie auch gehen wollen wahrscheinlich. Dann ist vielleicht ein Labbadia nicht mehr. Aber diese Euro League ist für mich schon drin. Vor allem nach dem Bayern-Spiel. Nach dem Pokalspiel, von dem ist ja auch so ein bisschen abhängig gemacht, meine Prognose so ein bisschen, zeigen sich schon die ersten Bullshit-Sachen ab, mal gucken, aber die Saison ist ja noch lang, 3. Spieltag, erst vorbei. Könnte das schon Richtung Europa League gehen und dann muss man in Berlin eigentlich auch mit einem Punkt zufrieden sein. Du kannst eigentlich, ich würde was sagen, dass du in Berlin, wie gesagt, statistisch und auch vom Berliner Kader und so, ist erstmal dein Spiel raus, mal gucken, ob sich da noch irgendwer verletzt oder sowas, wie gesagt. Wenn es irgendwelche wichtigen Updates gibt, dann gibt es noch eine ganz kurze Folge noch vor dem Berlin-Spiel vom Podcast hier. Aber tendenziell ist es wieder so ein Spiel wie gegen Leverkusen, wo ich mit einem Punkt sehr, sehr zufrieden wäre. Aber Hauptsache wieder gute Leistung zeigen, dranbleiben. Gegen Freiburg war ich ja auch am Ende zufrieden, obwohl wir verloren haben. Aber gute Leistung zeigen, stark spielen wie letzten 3 Spiele in der Spielpause. Gerne vor allem defensiv an einfachen, dummen Fehlern und Standards arbeiten. Dann ist da in Berlin vielleicht sogar ein Punkt drin. Da würde ich auch 0-0 mitnehmen, 1-1 mitnehmen gegen Leverkusen. Da würde ich definitiv mitnehmen. Und dann, wenn ich irgendwas vergessen habe, wie letztes Mal die Hygienesachen da zum Leverkusen-Spiel, dann packe ich sie wieder in den Kommentar unten rein oder halt in der Videobeschreibung.
Wie gesagt, alle Quellen dort. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für euer Zuhören auf YouTube sowie auf Spotify und auf YouTube auch irgendwie, ne? Auch wieder fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne Feedback in die Kommentare schreiben, generell zu allem, zum Spiel, zur Bundesliga, zu Transfers und natürlich auch gerne die Prognose, wie ihr glaubt, dass es gegen Berlin ausgehen wird. Bin sehr gespannt. Einen Punkt mitnehmen, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Hast du aus 4 Spielen 5 Punkte geholt, da kannst du absolut nicht meckern als Aufsteiger, denke ich. Und wie gesagt, die anderen Teams da unten mit Schalke und sowas haben auch keine einfachen Gegnern. Das heißt, die könnten gerne weiter da unten so machen und weiter lange keine Punkte holen, wenn wir jetzt mal auf die lange Sicht in Richtung Abstiegskampf natürlich gucken, ne? Sehr logisch. Also, bisher kann man, glaube ich, mit dem Saisonstart, auch mit dem Transferfenster, sehr zufrieden sein. Trotzdem, wie geht dieser Spruch? Nicht den Abend vor dem Morgen loben, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung, aber ne, mit der Euphorie noch so ein Ticken drauf bremsen, weil es kann sein und es wird bestimmt auch irgendwann sein, dass wir eine Phase haben, wo wir 3-4 Spiele, wo es mal nicht funktioniert, wo wir 3-4 Spiele mal verliert, weil wir sind noch Aufsteiger, der Kader ist noch jung und naiv. Oder beziehungsweise, lassen wir das naiv mal raus, aber der Kader ist einfach noch jung, ein bisschen unerfahren. Es schleichen sich noch viele dumme Fehler ein bei uns manchmal, vor allem defensiv. Aber es kommen bei uns ja auch noch Leute dazu zurück, ne? Es kommt ein Gonzales Horner zurück und so Geschichten, und Tommy auch. Jungspunde, wie jetzt dieser der Neue auch im Mittelfeld, kriegen bestimmt ihre Einsatzzeiten, auch ein Cissé und sowas, ein Koulibaly. Also das macht gerade schon Spaß zuzugucken, was wir da machen. Der Trainer und allgemein das ganze Team drumherum, auch Mislintat und Hitzberger, scheinen auf jeden Fall einen Plan zu haben, den sie verfolgen. Das gefällt schon mal und ist schon mal besser als in vielen Jahren zuvor. Dann bedanke ich mich tatsächlich jetzt mal endlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.